Sag mal, Sebastian, ich bin hier gerade am Konfigurieren Ja. und bin jetzt bei der Auswahl des Orthesentyps angelangt. Und sowohl AFO als auch KFO sind grün empfohlen. Wie entscheide ich mich denn da jetzt? Am besten entscheidest du dich, indem du die individuellen Bedürfnisse und Ansprüche des Anwenders mit einbeziehst. Der Konfigurator kann diese Entscheidung nämlich immer nur aus rein funktioneller Sicht treffen. Und welche Punkte das sind, die vom Konfigurator aus funktioneller Sicht betrachtet werden und welche Entscheidungen vom Techniker individuell auf den Einzelfall bezogen getroffen werden müssen, sollten wir uns im weiteren Verlauf dieses Videos ansehen. Viel Spaß! Aus funktioneller Sicht kann eine KFO zum Beispiel dann indiziert sein, wenn der Patient eine Fehlstellung in Varus- oder Valgusstellung auf der Knieebene hat. Wir betrachten stets die Fehlstellung, die unter Belastung vorliegt. Die Ausprägung der Fehlstellung und die Instabilität sollten in der Patientenanamnese differenziert voneinander betrachtet werden. Sowohl der maximale Wert der Fehlstellung als auch der korrigierte Wert haben Einfluss auf die Belastung der Gelenke. Bei Fehlstellungen und Instabilitäten in Varus valgus benötigen wir also eine Art Führungsgelenk, um die Knieebene in ML-Richtung zu führen bzw. zu stützen. Zum Beispiel das Neuroclassic Zero eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und der hohen Belastbarkeit in solchen Fällen. Nicht alle Patienten lassen sich aus ihrer gewohnten Fehlstellung heraus korrigieren und in eine physiologische Stellung bringen, auch wenn dies aus funktioneller Sicht anzustreben wäre. Häufig ist der Grund dafür allerdings einfach die mangelnde Fähigkeit, sich mittels der eigenen Muskulatur aktiv auf der Knieebene zu sichern. Das heißt, der Patient verlagert seine anatomische Knieachse nach hinten, um Kniesicherheit zu erlangen. Müssen wir diesen Kompromiss aufgrund fehlender Compliance eingehen, ist es ganz wichtig, diesen Umstand bei der Belastungsberechnung zu berücksichtigen. Wir können den Patienten bei der Sicherung der Knieebene mittels einer Rückverlagerung der Knieachse unterstützen. Wie hier dargestellt in der mittleren Standphase, können wir die mechanische Knieachse in Bezug auf die Lotlinie ein klein wenig nach hinten verlagern und damit passive Sicherheit kreieren. In einem solchen Fall würde zum Beispiel unser Neurovario zum Einsatz kommen. Ob die Rückverlagerung der mechanischen Achse ausreichend passive Sicherheit bietet, berechnen wir anhand des Muskelstatus. Mit dem hier beschriebenen Muskelstatus hätte der Patient sicher keine ausreichende Kniesicherheit in der Loading Response. In dieser Grafik können wir die Position der Knieachse in Bezug auf den Kraftvektor in der Loading Response sehen. Die Knieachse befindet sich vor dem Kraftvektor. Dies bedeutet ein flektierendes Moment. Sollte die Restfunktion der kniesichernden Muskulatur nicht ausreichend sein, um frei beweglich rückverlagert sicher dem flektierenden Moment der Loading Response zu begegnen, empfiehlt sich die Verwendung eines Standphasensicherungsgelenkes, wie zum Beispiel dem Neurotronic. Diese Aussage ist natürlich nur so lange zutreffend, wie die Compliance auf Seiten des Patienten gegeben ist. Aus rein funktioneller Sicht betrachtet werden gesperrte Gelenke erst notwendig, wenn der Patient ein Streckdefizit aufweist, wie hier links dargestellt. Ist der Patient also aufgrund eines Streckdefizites auf der Hüft- oder Knieebene nicht in der Lage, physiologisch zu stehen, befindet sich die Knieachse weit vor dem in der mittleren Standphase anliegenden Kraftvektor. Dadurch wirkt ein andauerndes knieflektierendes Moment, welches das Öffnen eines Standphasensicherungsgelenkes unmöglich machen würde. In solchen Fällen kommen Gelenke wie unser Neuroflexmax oder das Neurolockmax zum Einsatz. Der erste Schritt zu einer optimalen Versorgung ist also das physiologische Stehen.
wie hier auf der linken Seite dargestellt. Es sollte also nicht notwendig sein, wie hier rechts dargestellt, dass der Patient sich in der Oberkörpervorneigung sichert. Allerdings gibt es gerade im geriatrischen Bereich viele Patienten, die die meiste Zeit des Tages im Rollstuhl verbringen und deren Compliance nicht ausreicht, um die Vorteile einer aus funktioneller Sicht hochwertigeren Versorgung nachzuvollziehen. Und bei allen funktionellen Ansprüchen bleibt am Ende die Erkenntnis, lieber eine AFO am Bein als eine KFO im Schrank. Tja, und wie Henrik ebenso schön gesagt hat, muss man als Techniker manches Mal funktionelle Kompromisse machen, um dem Patienten wenigstens ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Erleichterung im Alltag zuteilwerden lassen. Ja, ihr seht also, dass wir solche und ähnliche Fragen hier immer im Team diskutieren und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und mit uns gemeinsam überlegt habt, welche Gedanken man sich machen sollte, wenn es um die Planung einer solchen Versorgung geht. Und wenn ihr zu diesem Thema oder zu anderem Thema noch Fragen habt, ruft einfach an und ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.